Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Ein wunderschönes Hallo. Heute legen wir los mit einem ganz besonderen Thema, nämlich mit einem Bewegungsthema. Auch ganz wichtig für authentisches Leben, Selbstheilung sowieso und finde ich auch Selbstentwicklung. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, die liebe Nicole Pehr. Hallo, liebe Nicole. Hallo. Freue mich, hier zu sein. Auch dabei. Ja, das ist toll. Wir freuen uns auch. Denn du hast uns was mitgebracht zum Thema Bewegung. Mhm. Und vielleicht, bevor wir darauf eingehen, magst du noch mal 2, 3 Worte zu dir sagen? Wer bist du? Wie kommst du zur Bewegung? Was machst du so, wenn du jetzt nicht mit uns hier ein Interview führst? Mhm, sehr gerne. Also Nicole Pehr, Stefan hat schon gesagt, ich wohne in Bayern. Also einmal quer zu euch, ne, im hohen Norden nach unten. Mhm. In der Nähe vom Ammersee mit meiner Familie. Wir haben eine Tochter, die ist 14. Und mittlerweile seit Juli haben wir einen Hund. Ich hoffe, der benimmt sich jetzt während unserer Aufnahme hier. unser Sammy. Und was mache ich? Ja, ich bin Kinder-, Jugend- und Familiencoach mit eigener Praxis. Mittlerweile schon, ja, seit 2018 mache ich das. Und ich nenne mich die Helmmacherin. Das klingt gut. Ja, genau. Und das bringt auch immer sehr gut auf den Punkt für all die, die zu mir kommen, die kleinen und die großen Helden. Mhm. Ja, und Bewegung. Also ganz ehrlich, als ich jüngerer Mensch war, war ich eher so bewegungsfaul. Also mein Zugang zu sportlichen Betätigungen habe ich echt spät gekriegt. Ich glaube, ja, so mit 18. Ich habe zwar vorher immer mal wieder das Tanzen-Thema aufgegriffen und habe mal so Jazz-Dance gemacht oder Modern-Dance und so Sachen ausprobiert. Aber so richtig in Bewegung bin ich über dieses Thema der Fitness Studios gekommen. Warst du nicht als Teenager in der Tanzschule? Na auch, aber das war nicht so mein Ding. Okay. Also, nee, war nicht so mein Ding. Es hat mir Spaß gemacht, aber es war nicht so voller Freude. Es war mir irgendwie so ein bisschen zu steif. Naja, und dann habe ich über Jahre, wir haben gerade vorhin gesprochen, ich bin erst 50 geworden, über Jahre, wirklich über Jahre in diesen Fitnessstudios zugebracht. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe jegliche Kursangebote, was gab es denn damals? Step Aerobic, dann diese, also was gab es noch Verrücktes? Also irgendwelche Hip-Hop-Angebote in unterschiedlichster Variante. Alles, wo Musik dabei war, war ich super, super vorne dran und habe es mit Begeisterung ausprobiert. Das Spannende dabei war, es ging wirklich mehr darum, gegen meinen Körper zu kämpfen, so wie er aussah zu der Zeit, als etwas für ihn zu tun. Wenn ich heute ganz ehrlich bin, war das so. Und ich glaube, das kennen ganz viele. Und es hat mir schon Spaß gemacht, wisst ihr, aber es war dieses Unterbewusst, dass ich wirklich, ich muss das tun und Kalorien verbrennen und Fett verbrennen. Und je mehr mein Kopf Anstrengung geglüht hat und je härter ich zu mir war im Training, sei es mit Gewichten als auch in den Kursen, umso zufriedener war ich. Also zwei Seiten der Medaille. Einerseits, ja, ich habe mich bewegt, ich habe was für mich getan. Und andererseits, es war umzu. Und das fühlte sich manchmal nicht gut an, weil es wurde dann irgendwann mal auch so, okay, ich war nicht 3-mal die Woche im Studio, geht gar nicht. Ja, also vielleicht der eine oder andere kennt das auch von sich. Mhm. Ich war eine Zeit lang jeden zweiten Tag und das war für mich so eine feste Regel, es musste jeden zweiten Tag sein. Deswegen bin ich wirklich Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag und dann Dienstag, Donnerstag, Samstag, damit ich bloß nicht so einen zweiten Tag verpasse. Also da war ich auch so in so einem Film, das musste so sein und anders ging es nicht für mich. Ja, genau, das kenne ich sehr gut, Martje. Mhm. Und dann in Kombination mit dem Thema
essen, was esse ich, wann esse ich, wie viel esse ich. Und es war wirklich dieses vorderrangige Thema, was mich lange, lange Zeit begleitet hat, an meinem Körper so zu schrauben, dass er möglichst ideal und perfekt ausschaut. Und auch das, glaube ich, kennen, egal, also ob Frau oder Mann, das ist einfach etwas, was so omnipräsent ist und irgendwie, glaube ich, gefühlt über die Jahre und durch diese Social-Media-Bilder und so weiter fluten, umso heftiger geworden ist. Ja, also so war ich vorher unterwegs. Ja, und da bist du ja... Getanzt habe, würde ich nur sagen, getanzt habe ich dann wild und ekstatisch in also früher hat man noch Diskos gesagt, heute würde man Clubs sagen. Ja. Also da war ich die Erste, auch Stefan, auf der Tanzfläche und gerne auch irgendwo auf einer Erhöhung, ja, wo ich meinen Raum hatte und wo ich meine kleine Bühne hatte für mich. Mhm. Genau. Und dann bist du ja eines Tages zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, gekommen. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Sehr gerne. Ja, Facebook ist für viele Dinge gut, für Inspiration oder tolle Leute kennenlernen. Und damals bin ich, also damals hatte ich das gestern, also ich glaube, das war auch so 2018 rum, bin ich über Videos gestolpert von einer gewissen Misty Tripoli, ein klangvoller Name. Eine großartige Frau mit wahnsinns Dread Rasterlocken, Amerikanerin, die was von der Groove-Methode erzählt hat und The World Groove Movement, wie sie das nennt. Und ich so, okay, klingt spannend. Und vor allen Dingen habe ich, also wisst ihr, ich habe so kleine Clips gesehen, wie die da getanzt haben in diesen Videos. Und was sie dazu gesagt hat, also das hat mich so gekriegt, weil ich es ausprobiert habe und gedacht habe, das fühlt sich richtig geil an. Weil es ist anders wie in allen Tanzstunden, was ich vorher ausprobiert habe oder in Fitnesskursen. Es geht nicht darum, dass ich als Facilitator, so nennen wir das bei Groove, nicht Trainer oder Instructor, sondern Vermittler, Facilitator. Ich bin kreuz und quer auf dieser Tanzfläche unterwegs, wie die Tänzer und Tänzerinnen auch. Und das allein fand ich schon, oh, interesting. Und dann habe ich gegoogelt und ich habe mir Videos reingezogen und dann habe ich vor allen Dingen auch von der Misty Tripoli ihre Geschichte angehört. Und das hat mich wirklich so voll in mein Herz getroffen, weil sie einfach auch gesagt hat, also wie ist sie zur Groove-Methode gekommen? Sie hat die ja entwickelt, sie war eine Riesennummer in der Fitnessindustrie, erfolgreich am Zenit ihrer Karriere, war exzessiv am Training selbst und Stunden geben und hat dann ja damit auch viel ihrer Krankheit, also die war sehr schwer bulimisch auch, kompensiert. Und irgendwann mal ist sie da, sagt sie in so einem, wie man so schön sagt, so Awakening, ey, was mache ich hier eigentlich für einen Mist? Und dann kam ihr diese Idee, diese Groove-Methode ins Leben zu holen. Und das will ich auch gerne erzählen, weil das ist wirklich eine super, super tolle auch Weisheit für mich geworden, diese 5 Groove-Wahrheiten, wie sie das nennt. Ja, ich erzähle dir, es wird so spannend. Mhm. Also, das ist wirklich was man wirklich ins Leben mit transportieren kann. Die erste Groove-Wahrheit, was andere über dich denken, kann dir shit, scheiß, egal sein. Fand ich schon mal so, ha, aha-Moment. Weil sie denken ja sowieso, was sie denken. Ja? Das zweite, so wie du das machst, ist es richtig. Du kannst gar nichts falsch machen beim Grooven. Das dritte ist, du bist einzigartig und so wie jeder andere auch auf diesem Dancefloor. Und bei jedem soll das anders aussehen. Ja? Nicht gleich. Nicht konform, nicht norm. Und die fünfte, das alles verstehst du, wenn du das ausprobierst und einfach machst und übst. Und du nickst zu Martin, ich hoffe, oder so. Also ich wirklich, mich hat das, also Menschen, die so wie ja ich oder ihr auch in Persönlichkeitsentwicklung mit sich selbst und Bewusstsein mit sich selbst unterwegs sind, da macht so kaching, kaching, ja, schön, cool. Ja. Ich habe vorhin
auf Insta einen Post gesehen, in dem stand, wenn du denkst, dass du einzigartig bist, ist es nur dein Ego, bla 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 bla. Und ich dachte, oh, wie schrecklich. Jeder von uns ist doch einzigartig. Und ja, ich fand es ganz schlimm, dass sowas auch in die Welt geht. Deswegen habe ich gerade genickt, weil ich es immer so wichtig finde, zu zeigen, ja, wir sind alle unterschiedlich. Ja. Und jeder soll so sein, wie er ist. Wir sind ja auch, wir gucken ja immer aus dem Human Design drauf. Mhm. Da sehen wir ja auch, alle Charts sind unterschiedlich, alle Menschen sind unterschiedlich. Und ich finde, das passt halt sehr schön jetzt dazu. Es ist eine gegenseitige Bestätigung. Ja, so wie du es machst, ist es dein Weg und ist es richtig. Also finde ich, find ich eine ganz schöne Sache. Genau. Und mit diesen fünf Grundwahrheiten, macht man so wirklich so einen Raum auf. Also wir als Facilitator, wir machen einen Raum auf, wo mal dieses, wie mache ich es richtig, oder es muss so aussehen, wie Nicole oder der macht, abfällt. Und das ist für viele schon eine Herausforderung, weil der Kopf, den darfst du da draußen parken, sage ich mal, auf dem Parkplatz bei meinen Stunden hier am Ammersee. Weil du siehst richtig im Laufe meiner Kurse, das finde ich so schön, die es erste Mal ausprobieren, die sind so im Kopf, wie wir das gelernt haben. Was hat sie gesagt? Weil ich habe wirklich ganz einfache Sachen. 1, 2, 1, 2, 3. Dann siehst du, wie der Kopf rattert und das immer mitzählt, ja. Und dann hole ich sie da immer ab, wenn ich das beobachte, weil das ist mein Hauptjob. Beobachten und den Menschen dann zuzurufen, was sie jetzt brauchen. Zum Beispiel wirklich. Du brauchst nicht auf mich achten. Du hörst meine Stimme. Du brauchst ja auch nichts merken und du kannst nichts falsch machen. Und das gibt denen, siehst du, im Laufe dieser Stunden werden die wirklich immer lockerer und finden so diese authentischen Bewegungen, was Groove fördert. Ja, und das ist so das Besondere daran, weil es diese Leichtigkeit reinbringt. Also es ist nicht so wie Zumba oder alles andere mit schwierigen Choreografien, sondern du kriegst wirklich pro Song, das sind maximal 3 einfache Moves, die ich ansage vor jedem Lied, sodass du schon mal weißt und wir bringen es in den Körper, sodass wir es miteinander üben. Was kommt jetzt? Und dann geht die Musik los und alle machen das einfach. Ja. Und ich bin die, die rumläuft zwischen den Leuten, durchgroovt und die ermutigt, mach's so, hast du schon mal den Arm nach oben bewegt, hast dich schon mal gedreht und nutz mal andere Richtungen, nutz mal deine Ebenen, also wir tanzen auch nach oben, nach unten. Und das bringt diese Stunde in ein anderes Level einfach. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen? Also es war ein bisschen verschüttet in meinem Kopf. Aber wo du gerade den Namen gesagt hast, kam das so langsam in deiner Erklärung jetzt wieder. Ich habe tatsächlich auch vor ein paar Jahren diese Videos gesehen und ich habe tatsächlich auch ein paar Groove-Videos mitgemacht. Ich habe das nur vorhin nicht gewusst. Und was mir super imponiert hat, weil ich auch halt diese, es ist abwertend, aber ich nenne sie jetzt mal diese 0815-Workouts kenne, wo jeder das Gleiche machen muss im gleichen Tempo. Ja. Was mir halt bei dem Groove super imponiert hat, war, dass es so ausgelegt war, auch auf jedes Fitnesslevel, ja. Dass da Menschen, also im Video jetzt, ich habe es noch nie live gesehen, aber im Video, dass da Menschen waren und es wurde auch gesagt, du kannst auch schon einiges im Sitzen machen, wenn du dich nicht wirklich bewegen kannst. Und andere haben wirklich High-Intensity-Workout draus gemacht und manche haben eben dann, du kannst es ja auch variieren. Ich meine, wenn man Arme weglässt, wissen wir ja auch, es ist ein bisschen weniger anstrengend für den ganzen Kreislauf und so. Und das fand ich halt wirklich faszinierend, weil es jedem, wirklich jedem die Möglichkeit geboten hat, dort mitzumachen. Denn gerade wenn man nicht so körperlich aktiv ist, ist ja eine Stunde Tanzen viel zu viel. Ja, also, wenn man wirklich jetzt gar keine Kondition hat, ist es ja viel zu viel. Aber wenn man im Sitzen anfängt oder dann vielleicht mal 2 Minuten mit richtig tanzt und dann wieder im Sitzen weitermacht, bietet das ja wirklich für jeden auch die Einstiegsmöglichkeit. Das fand ich super. Mhm. Ja, so ist es auch. Und da braucht sich auch niemand komisch vorkommen. Meine älteste Teilnehmerin, die ich jetzt hier schon über etliche Kurse bei mir habe, die liebe Karin, ich glaube, sie ist, lass mich lügen, aber sie geht auf die 80 zu. Ja, toll. Und das finde ich auch so spannend, weil in dieser Gemeinschaft, die ich da
versuche immer zu kreieren und jetzt langsam wächst sie und wächst sie, weil wie gesagt, es ist leider noch nicht so bekannt in Deutschland. Es gibt eine starke Community in Dänemark, die Dänen sind da voll fett unterwegs, in UK auch, also um jetzt hier in Europa zu bleiben. Das sind so die stärksten Communities, Schweden noch so ein bisschen, aber wir in Deutschland, wir sind... Du bist ja auch die Einzige in Deutschland. Ich habe das gerade mal nebenbei geguckt hier auf der Webseite. Es gibt ja nur Nicole Peer in Deutschland bisher. Nein, das stimmt nicht, Stefan. Aber hier, ich finde nur dich. Wenn ich Germany eingebe hier in die Suchmaschine, auf der Webseite kommst nur du. Das war's. Ach, dann waren aber die anderen nachlässig, indem sie diesen Feed, also dieses Profil nicht gepflegt haben. Okay. Aber erzähle ich gleich noch mehr dazu. Also es gibt schon ein paar, aber wirklich noch zu wenige. Und deswegen finde ich es so großartig, dass ich mit euch heute darüber sprechen darf. Ja. Weil ich finde es wirklich an der Zeit, weil wir das vorhin so gesagt haben, der Tanzen und der Tanz und die Musik ist etwas, was uns Menschen so bewegt. So bewegt wie nichts anderes. Also jeder, glaube ich, hat so seine Songs und Lieder, wo gewisse Erinnerungen hochkommen. Ne? Also wo es sofort connected, also mit deinen Erlebnissen und dieser Musik und wie du dich dabei gefühlt hast und so. Und also ich für mich, als ich dann dieses Groove für mich entdeckt habe und habe das für mich erstmal als neues sportliches Fitnessritual für mich morgens entdeckt und habe das wirklich jeden Morgen gemacht, das war für mich ein Switch von diesem ich kämpfe gegen meinen Körper hin zu dem, ich tue etwas, mein Körper ist so wunderbar, den muss ich feiern, wie man so schön sagt, wie ein Tempel und ihn bewegen, wie es ihm möglich ist. Und da gibt es so viele Facetten in uns. Und das ist so irre. Und je älter ein Mensch ja auch wird, wenn der aufhört, sich zu bewegen und mehr zu sitzen, was wir eh schon alle tun, umso mehr verlierst du diese Beweglichkeit, ja. Also Mobilität, Balance, natürlich auch die Wahrnehmung im Raum, ja, wenn die Dingen ausweichen, ohne Probleme nach unten und wieder hochzukommen. Also da ist so viel drin. Und das Beste ist, es macht einfach einen Haufen Spaß. Genau. Jetzt hast du gesagt, du bist ja da am Ammersee. Gibt es dich auch online, weil oder haben jetzt nur die Menschen, die im Süden wohnen, das Glück? Nein, also ich selbst, ich hab mir es auch am Anfang schwer gemacht. Ich wollte ganz ambitioniert einfach hier meinen eigenen Raum mieten, das bewerben und Leute zu mir auf den Dancefloor bringen. Das habe ich so ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich gedacht, so, boah, ist das schwer. Am Schluss, ich meine, ich habe, egal ob da jetzt ein Teilnehmer war, ohne Scheiß, oder ob es fünf waren, ich habe, egal wie viele da waren, getanzt, wie wenn da eine Horde von Leuten gewesen wäre. Aber ich habe dann, über einen Zufall hat mich jemand empfohlen in einen Sportverein. Jetzt mache ich das hier in Schondorf am Ammersee für den TSV Schondorf schon etliche Zeit. Und wie gesagt, diese kleine Gemeinde, die wächst. Also die Leute sehen die Flyer, weil die bewerben das auch schön. Die legen diese Sachen aus und haben es auf ihrer Webseite. Und sie kommen und ich muss mich darum nicht kümmern, um den Raum und so weiter. Es gibt, also das ist meine Live-Stunde. Es gibt in Deutschland, also im Raum München, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, gibt es Kolleginnen von mir, die mir jetzt ganz spontan einfallen, also in Deutschland sind wir tatsächlich echt ein kleiner Haufen. Wen das interessiert, empfehle ich auf alle Fälle die Seite groove-germany.de, weil da findet man die ganzen Facilitator, die es im sogenannten Dachraum gibt. Mhm. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gibt einige, die machen Online-Stunden und wir von dieser Dach-Groove-Germany-Community, wir hatten eine geile Idee damals, als die Corona-Zeit losging, wir haben jeden Abend eine Online-Groove-Stunde gegeben. Wow. Und ich sag's euch, jetzt habe ich einen Vorschlag. Ja, das war ja auch eine Zeit, wo keiner was zu tun hatte, ne? Wo alle erstmal zu Hause waren und sich überlegten, was mache ich?
Ist mir noch nie passiert. Entschuldigung, Verlatter. Begeisterung. Kein Problem. Kein Problem. Eieiei. In der Spitze waren an diesem Abend, ich glaube, schon mal 120 Leute an den Bildschirmkacheln. Wow. Ja. Und das hat uns umgehauen. Also wir haben das wirklich also unterschiedlich aufgeteilt unter uns und jeden Abend um dieselbe Zeit war dieser Wohnzimmergruf. Und da sind uns die Herzen zugeflogen. Da haben wir einfach gemerkt, durch diese dunkle Zeit, wo alle so eingesperrt waren und nichts möglich war, war durch diese Community, auch wenn es auch nur über die Bildschirme war, so eine Wahnsinnsenergie durch uns, da wir alles gegeben haben, diese Party im Wohnzimmer von allen in Bewegung zu bringen. Ja, und die Leute, die sie unterschiedlich mitgemacht haben, wie es ihnen möglich war, da waren dann Familien mit dabei, mit Kindern. Wir hatten mal, erinnere ich mich, eine WG, die dabei war. Also, es war wirklich cool. Und das haben wir weiterhin aufrechterhalten. Also, wir haben wirklich jede Woche dann, einmal die Woche haben wir gegroovt. Das findet auch jetzt immer noch statt. Wir sind aber durch das, was wir gemerkt haben, es gibt so viele Online-Angebote und die Leute werden irgendwann müde von dem Online. Also es gibt nichts über Live-Sachen. Also ist schön die Möglichkeit, die wir hier haben, aber live zu grooven und dieses 3D-Erlebnis, gar kein Vergleich. Ja? Aber die Option, jeder, der das ausprobieren möchte, herzliche Einladung auf groove-germany.de gehen. Und da finden sich die Termine, wann die nächste Online-Möglichkeit ist und auch die Facilitatoren, wo sie ihre Stunden geben. Das werden wir ja verlinken, dass man das ja findet. Genau. Und ja, also es ist für mich wirklich in dieser Stunde, vielleicht erzähle ich das noch kurz für jemanden, der das so überhaupt sich nicht vorstellen kann. Also es fängt schon an, dass wir anders starten wie so ein Warm-up, was man so kennt. Weil es geht darum, sagen wir immer, dass du wirklich ganz sanft anfängst, nur deinen Kopf zu bewegen. Ja, dass du mal mit geschlossenen Augen dich verbindest mit deinen, wie fühlt sich was an? Also wirklich so kreisende Bewegungen, das nennen wir Lubrication and Isolation. Also es geht tatsächlich darum, wirklich, beweg mal all deine Gelenke, die in dir drin sind. Ja, und wärm die auf, wach die auf. Und fühl da rein und dann merkst du eigentlich schon, wie der ganze Körper, und ich finde es immer so genial, sich die Wirbelsäule vorzustellen, ja, diese Bewegung macht. Wenn du dich schon traust, dann tust du das, dann machst du das auch, ja. Wenn nicht, dann ist es aber super gut, einfach dieses einzelne, isolierte Bewegen mal auszuprobieren und sich da langsam reinzutasten. So, das ist dieser erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass wir loslegen mit einer Playlist, die total unterschiedlich ist. Also da ist immer von allem was dabei. Also ich mische es immer, Klassik ist mit dabei manchmal, dann was Rockiges, natürlich viele tanzbare Songs, die man so kennt, Oldies, ganz gemischt. Und am Ende gibt es immer so einen Song, der nennt sich der Personal Song. Und da ist auch was für viele so Neues. Bist du eingeladen, das zu tun, zu dem Song, was dir jetzt gut tut. Mhm. Ja, also du kannst stretchen. Und da sage ich auch immer, also ich mache auch mein Ding, weil ich kann nicht wissen, was dir, Martje oder Stefan, was dir jetzt für Stretchings bräuchtest. Ja, also jeder hat so viel gemacht in seinem Leben, da hast du eine Idee. Also sei es aus dem Yoga, sei es aus dem Sport generell. Du kannst auch einfach noch weiter nach deiner Art und Weise tanzen oder du lauschst einfach dieser Musik, setzt dich wo gemütlich hin und hörst zu. Und ganz zum Schluss gibt es da noch so einen Stillness-Teil, wo Meditation, also ein Meditationssong ist, wo du wirklich den Körper nochmal zur Ruhe bringst und ja, einfach eine kleine Auszeit nimmst. Und dann wecke ich die Teilnehmer und Teilnehmerin ganz wieder sanft auf. Genau. Das ist so dieser Rahmen einer Stunde.
Und am Ende machen wir immer noch so ein kleines Sharing, wie es eben so ging oder ob was zu teilen ist. Und da kommen manchmal wirklich super schöne Rückmeldungen von einzelnen Worten. Also eine Teilnehmerin, die es schon lange mit mir macht, die hat mal gesagt, ich kann nur eins sagen, Adrenalin. Für sie ist Grooven Adrenalin. Ja, und andere Frauen sagen mir ganz oft, besonders die bisschen älteren noch, hey, es ist der Wahnsinn, wenn ich so tanzen würde, die Leute würden mich verrückt für verrückt erklären. Ja, aber das fühlt sich so gut an. Ja, genau. Und das Schöne ist eben für viele, es gibt einen Rahmen, also wie ich vorhin gesagt habe, pro Song gibt es immer zwei, drei einfache ja, also das sind Schritte, das sind so Rhythmen, die ich sage. Es sind viel Groove arbeitet auch viel mit Posen. Ja? Dass du mal einfach ausprobierst, wie ist es denn, so über the top zu sein, ja, oder so eine Bewegung überhaupt zu machen. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema, was Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen anbelangt und auch mal auszuprobieren, diese berühmte Komfortzone zu verlassen. Ja. Also das ist so dieses Konzept dahinter. Also Körperaktivierung, aber es ist ja gleichzeitig auch wirklich, macht ja viel Inneres, wenn man eben mal neue Dinge ausprobiert und es ist ja auch so oft so, dass das Äußerliche, das Innerliche bedingt oder andersrum, also dass sich eben auch durch so eine Bewegung innerliche Themen zeigen können. Deswegen finde ich es auch schön, dass noch eine Reflexion da ist und der Raum eben auch mit diesen Erkenntnissen umzugehen, ne, dass man da weitermachen kann. Genau so ist es. Und das Herrliche ist, sage ich immer, also es geht wirklich darum, und das war es auch für mich, also meine eigene Groove-Geschichte, wenn das kennen so viele Frauen einfach. Also ich nehme es jetzt einfach mal für uns Frauen oder auch junge Mädchen schon. Wie habe ich auszusehen, um in dieser Welt hübsch genug zu sein? Dass ich anderen Leuten gefalle. Also wir strengen uns so an. Ja, und dann gibt es so Normen und so Bilder und das habe ich auch alles jahrelang gemacht. Hey, und ich habe jetzt eine 14-jährige Tochter, also ich beobachte das, was da bei ihr ähnlich abgeht, ja. Und dafür dieser Weg, diesen Zugang, den ich zu mir gefunden habe, durch diese Methode, ist ein Hin zu, man braucht ja nicht sagen, ich liebe mich am Anfang. Es reicht, es sagt die Misty auch so schön, wenn du hinkommst zu dem Punkt, ich mag mich. Ja, ich mag mich und ich tue das, was mir und meinem Körper gut tut. Und das allein hat schon durch diese Energie weg von dem, was ich eingangs sagte, ich kämpfe gegen mich, no pain, no gain, ja, härter trainieren, noch härter sein mit mir, hin zu dem, einfach in dieses Fließen kommen beim Tanzen und Spaß haben, ja, miteinander. Und zu sehen, wie geil das ist, dass wirklich jeder alle, wie du auch sagtest, einzigartig ist, ja. Und die einen, die mit Tanzen zurückhaltender und die anderen, die trauen sich und sind so ausgelassen und wild wie noch nie in dieser Tanzstunde. Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr bereichernd. Ja. Sehr schön. Wir werden das alles verlinken in den Shownotes, vor allen Dingen auch mal den Facebook-Kanal, denn da kann man auch Nicole tanzen sehen. Ja, genau. Stefan hat alles recherchiert gerade. Nee, das Video ist mir schon irgendwie, da bin ich schon mal vor ein paar Wochen drüber gestoßen. Ah, Du hast ja da okay. also zwei mindestens, ja, ne? Und das eine Ja. irgendwie neulich, das habe ich mir schon Ja. angeguckt. Sehr cool. Auf jeden Fall, denke ich mal, sehr sehenswert oder sehr ja, wissenswert, da mal reinzuschauen. Und auch bestimmt kann man mit dir Kontakt aufnehmen, liebe Nicole, ne, wenn man noch Näheres Total wissen gerne. möchte. Packen wir alles in die Shownotes. Gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt vergessen haben zu fragen, wo du aber sagst, das muss auf jeden Fall hier noch gesagt werden? Ich gucke, ich habe ja auch so meine Spickzettel gemacht. Ich möchte eigentlich nur noch am Schluss sagen, die Erlaubnis, weil ich euer Thema so schön finde, die Erlaubnis, authentisch sich zu bewegen, zu sein, zu sprechen,
zu lachen, was auch immer. Das kann man tatsächlich sich nur selber geben. Und das, das ist so das, wo ich mit Groove so gewonnen habe und wo ich auch Freude dran habe, das zu vermitteln an meine Teilnehmerinnen, egal welches Alter. Wie gesagt, das gibt es ja auch für kleinere oder also drei unterschiedliche Altersstufen. Kinder können das auch machen. Es gibt Family Groove. Das ist total egal, aber so dieses sich berühren lassen von Musik und sich authentisch dazu bewegen, das machen wir als Kinder automatisch. Da gibt es auch so geile Videos, wo die angepassten, braven Kinder, also habe ich auch schon oft gesehen, ganz angepasst gucken, was die machen, wie die anderen, und dann gibt es die, die ausflippen. Ja, das sind die Groover für mich schon im kleinen Alter. Mhm. Ja, also lasst euch die Musik ins Herz gehen und bewegt euch dazu, und es ist scheißegal, wie es aussieht. Hauptsache, die hat Spaß. Ja. Sehr gut. Super Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Nicole. Danke euch für die Gelegenheit. Super gerne. Gut. Cool. Dann auf zum Tanzen jetzt und empfehle gerne diese Podcast-Episode weiter. Guck mal bei Groove rein. Bei Nicole, nimm gerne Kontakt auf. Mhm. Ja, wir tanzen jetzt bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, eine neue Folge des Ich-Podcast. Bis dahin eine schöne Zeit und alles Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.